Hey, liebe Freunde, da bin ich wieder. Zweite Streamrunde heute. Minecraft haben wir abgehakt. Jetzt geht es weiter in Mittelerde mit Planet Zoo. Auf geht's. Steht doch auf Moria, habe ich gesehen. Das letzte, was ich gemacht hatte, war, was ich alleine gemacht hatte, nachdem ich den letzten Stream beendet hatte, war den Moria-Eingang zu fotografieren für Thumbnail für das Video, was am Samstag auf YouTube erschienen ist. Genau. Und so lange war ich jetzt auch hier nicht mehr in der Welt drin. Bauen und neigen erhöhen Laufstege, indem du beim Erstellen der Wege den Maus nach oben und nach unten siehst. Aha. In der Theorie ist das immer alles so einfach geschildert. Die Frage ist natürlich, wie sieht es in der Realität aus? Aber schickes Bild. Moria also. Ich habe da versucht, zumindest für das Thumbnail was drauf zu keyen, hat aber auch nicht funktioniert so richtig, weil ich das in so kleiner, pixeliger Auflösung nicht gefunden habe. So. Ist hier wieder irgendwas mit den Kameraperspektiven verstellt? Es fühlt sich ganz danach an. Ja. Muss man mal auf T drücken zwischendurch. Oh Leute, die Sümpfe hier, die werden geil, oder? Freue ich mich schon drauf, wenn die mal fertig sind eines Tages. Da muss man T drücken. Warte. Ja, und schon bin ich wieder in der richtigen Perspektive. Richtig, sehr schön. Ah, was ich machen könnte natürlich, um mehr Geld zu generieren, ich könnte diesen Teil hier eröffnen. Ich habe ja auch die Compilation gedreht jetzt, die am Samstag veröffentlicht worden ist. Wir haben auch Gamesound. Wie immer vergessen. Aber gerade noch dran gedacht, kurz bevor ich den Stream gestartet habe, denke ich, du musst den Gamesound anmachen. Dann habe ich es doch wieder vergessen. Egal, Karl. Also, wir machen jetzt den Bereich hier auf. Jetzt können die Menschen auch die anderen Tiere sehen. Und dann schließen wir den Bereich hier hinten, dass die Besucher noch nicht in die Totensümpfe einfallen können. Was jetzt nicht so dramatisch ist. Die werden schon irgendwann noch in die Totensümpfe kommen. Aber dann können sie wenigstens schon mal hier für den Schneeleoparden spenden. Und für die kleinen Pandas. Und für die Alpensteinböcke, die sie auch noch nicht sehen konnten. Genau. Schauen wir mal, wie das wird. Hier haben wir noch Komodowarane. Da habe ich einen Tierpfleger. Meiner Auffassung nach schon entschieden. Was heißt entschieden? Zugeordnet. Frage ist nur, ob ich das wirklich getan habe. Und wo er ist. Zuerst einmal müssen wir bei Privatskip-Pferden ein bisschen nach Ordnung und Sauberkeit schauen. Das wird der Pfleger jetzt erledigen. Und dann gucken wir es nochmal hier hinten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei den Komodowaranen einen zugeordnet habe, aber offensichtlich doch nicht. Wo ich war mir doch echt ziemlich sicher. Eigentlich ziemlich sicher. Schauen wir mal. Arbeitsbereiche TS Komodowarane. Ein Mitarbeiter nur. Oh, dann tatsächlich nicht. Dann der eine Mitarbeiter ist nämlich unter Garantie ein Techniker. Na? TS Komodowarane, ja, ist ein Techniker. Aber ich hatte so viele Tierpfleger zusätzlich eingestellt. Na dann. Wir müssten ja freie Tierpfleger sein. Auch nicht! Nein! Ah, doch! Ich weiß, ich erinnere mich, Leute. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's gerade zurück. Ich hatte den entlassen, weil er aus irgendeinem Grund, genau, weil ich ihn loswerden wollte, hatte ich ihn entlassen. Deswegen gibt's da jetzt keinen Tierpfleger. Aber ist ja kein Problem.
Direkt einen neuen eingestellt. Totensümpfe, Komodo-Waran. Sehr schön. Kann sich drum kümmern. Können wir auch dann direkt einmal schon mal ins Gehege lassen. Würde ich mal sagen. Damit da ein bisschen geschafft werden kann. Tierpfleger kann Gehege aufgrund des Arbeitsbereichgestaltung nicht erreichen. Das überrascht mich aber jetzt. Oder, ach nee, der Felsen ist hier im Weg. Was mich auch wiederum überrascht, denn ein Tierpfleger war hier ja schon drin. Der hat da ja schon mal rumgewütet. Seltsam. Man lernt halt nie aus, Freunde. Es ist immer was anderes. Habe ich einmal schon mal gesagt, dass ich Minecraft für zuverlässiger halte als Planet Zoo? Ja, das kennt man schon, das Thema. Wollen wir heute nicht weiter drum rumhacken. Der Tag war furchtbar genug. Bis ich angefangen habe zu streamen vorhin, danach lief er bombig. Sag ja immer, es läuft, der Tag läuft nur dann gut. So. Der läuft nur dann gut, wenn ich ihn komplett alleine in der Hand habe. Der Techniker war auch gerade schon im Gehege. Das heißt, irgendwie... Jetzt ist die Tür aber frei. Jetzt müssen sie aber auch alle reinkommen. Warum kann man das Gehege nicht erreichen? Hier wünscht jemand, er hätte länger bleiben können, um die Komodo-Warane zu sehen. Da muss er noch sehr lange für bleiben. Die Sümpfe sind nämlich noch nicht fertig. Jetzt sag nicht, ich habe es schon wieder aus dem Arbeitsbereich rausgenommen, das Gehege. Ein Gehege. Nein, es ist ein Gehege drin und die ganzen Gebäude. Und zwei Mitarbeiter. Oder habe ich schon wieder einen falschen Pfleger eingestellt? Es passiert mir auch manchmal, ja, ich habe schon wieder einen Zoopfleger eingestellt und den zugeordnet. Nicht, ja, wie immer. So. Ich krieg das nie auseinandergehalten. Tierpfleger, Zoopfleger. Ist natürlich nicht dasselbe, aber irgendwie habe ich da so meine Probleme mit. So. Jetzt aber. Jetzt müsste doch alles gut sein. Aha, sehr schön. Jetzt kann ich aber diese eine Zoopflegerin entlassen, oder? Oder worum kümmert die sich? Na, die wird dann hier vorne die Mülleimer ausleeren und so, denke ich. Ah, ich lasse die mal. Kann gar nicht schaden. Gut. Also, Komodo-Warane. Ich möchte in der heutigen Folge ein weiteres Gehege bauen. Und zwar hier rein, in die Mitte sozusagen. Ich weiß aber nicht, welche Tierart. Wir hatten uns ja für eine Tierart entschieden. Ich weiß aber nicht mehr, welche. Deswegen müssen wir uns das jetzt alles nochmal angucken und den Nebel abschalten. Den Nebel schalten wir am Schluss wieder ein. Den habe ich nur reingemacht, damit ich mal zeige, wie das Ganze aussieht. Aber zum Bauen ist es ohne Nebel besser. Am Ende wird allerdings natürlich alles vernebelt und versumpft. Das ist klar. Schauen wir mal gerade beim Inspektor. Ja, der hat auch nichts mehr einzuwenden. Sehr schön. Ich habe gerade gegessen, deswegen habe ich ein bisschen Schluck auf. Aber ich habe immer Schluck auf. Das ist ein chronisches Problem bei mir. Nein. Hier möchte ich eine Krokodilsart reinsetzen. Die Frage ist nur welche. Es gibt 4 Krokodilsarten. Ich meine, es sind 4. Guck mal in die Zoopedia. Ich kann das mal gerade auf Gehege hier runterschlumpfen. Runterschlumpfen. Und Tropen. Dann hätten wir schon mal gar nicht den Ganges-Gavial. Der ist ganz weit vorne, weil der aussieht wie Frau Malzahn aus der Ausgabe-Puppenkiste. Der Krokodil-Kaiman, der ist, glaube ich, nicht so groß. Ich wollte die größtmögliche Krokodilart reinpacken in das Gehege, in das nächste. Hier könnten wir auch 1 bis 5 tatsächlich machen, aber wie lang wird der? Wird 4 Meter lang und 1,40 die Weibchen. Aber 4 Meter ist schon mal was. Das ist schon mal was, womit ich gut leben könnte. Leistenkrokodil 5,20 Meter. Das ist noch größer, aber wir hatten schon zweimal Leistenkrokodile. Deswegen möchte ich davon Abstand halten. Und ich gucke nochmal, wie lang der Ganges-Gavial wird, sonst wird es der Krokodilkaiman. Mit 4 Meter Länge, auch weil ich hier mehrere Tiere halten kann, mehrere Erwachsenentiere halten kann. Beim Ganges-Gavial geht das auch, der wird sogar einen Ticken länger und der hat, wie gesagt, diese schöne Schnauze vorne. Dann wird es der Ganges-Gavial. Ja, es wäre toll übrigens, wenn man in der Zoopedia auch das Verhältnis Wasser zur Erde sehen könnte. Hier sehen wir es doch. Ich packe mal 3 erwachsene Tiere rein, vielleicht 4.
Da müsste das hier alles locker ausreichen, was ich hier gemacht habe. Ansonsten könnte ich auch einfach das Gelände... Kann ich das so erweitern? Mit Sicherheit nicht, ne? Nee, das geht natürlich nicht. Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Und ich habe auch noch gar keine Idee. Ah, doch. Warte mal. Wir machen das alles gangesgavialig. Die Grenze ist hier und dann ist der Gehegeeingang hier vorne etwa. Dann haben wir diesen großen Teil, sonst hätte ich hier Probleme, wahrscheinlich den Pfleger reinzubekommen. Und dann hätten wir hier nochmal Fläche für ein weiteres drittes Gehege. Und dann wäre auch dieser Bereich sozusagen fertig, würde ich fast meinen. Ja, dann machen wir das so. Dann habe ich unter Umständen, wenn ich jetzt das Wasser hier rauslasse, ich werde das bereuen, oder? Ich werde das wie immer bereuen, wenn ich jetzt das, deswegen lasse ich es nicht raus. Aber ich kann hier, das kann ich nicht so machen. Ich überlege, ob ich sonst hier so eine kleine Nase mache und die raus... Ich riskiere das jetzt einmal. Du Schande. Ich werde es bereuen, ich weiß es. Ich weiß es. Ich hatte schon mal ein Ganges-Gavial-Gehege gebaut, tatsächlich, in meinem Indien-Zoo. Das war viel zu klein. Nicht für die Weibchen, aber die Männchen, die sind ja richtig, richtig groß. Und es geht leider nur ein Männchen. Ich hätte so gerne 3 bis 5 Männchen in so einem Gehege. Das wäre natürlich richtig nice. Aber es geht leider nicht. Und das hatte dann zur Folge, dass in diesem Gehege also nur Weibchen lebten, weil für ein Männchen alleine schon kein Platz war, sozusagen. Okay. Wir könnten das noch hier mit an diese zweite Insel aus... Ja, ich glaube, wir verbinden einfach diese beiden Inseln miteinander. So. Irgendwie so. Und glätten das hier. Das müsste inklusive dem hier an Landfläche reichen für die Gavial. Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier Wasser reinkriege. Ja. Und es ist wieder flacher als vorher, ne? Es geht noch höher. Ja. Jetzt aber. Ja! Stark, das gefällt mir. Kriege ich es noch höher? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Aber... Hier haben wir auch so einen schönen Übergang, so einen schönen flachen Übergang. Ich hoffe nur, dass die Tiere da rein und rauskommen. Da wäre mir doch sehr viel dran gelegen. Okay. Gucken wir mal... Hier kann ich es zum Beispiel wieder nicht angleichen. Da muss ich dann da irgendwas drüber wachsen lassen. Irgendwelche Pflanzen oder sowas. Barriere ist das nächste Thema. Gangesgaviale sind ja auch keine Tiere, die jetzt besonders hoch springen können. Dafür sind sie nicht bekannt. Da reicht höher als 1 Meter Grad 2. Dann kann ich hier genau das machen, was ich auch schon in den anderen... Gehegen, also in dem anderen Gehege hier vorne mit den Komodowaran gemacht habe. So, ich hole das Wasser jetzt nochmal raus. Gott, das werde ich alles bereuen, das weiß ich. So, aber jetzt muss ich das hier erstmal ein bisschen richten. Damit sich das hier nicht miteinander ins Gehege kommt, sozusagen. Es ist allerdings gerade, läuft es gerade nicht so optimal, was das Zurechtrutschen der Barriere angeht. Es wäre schick, wenn ich das hier so dran kriegen würde, aber aus irgendeinem Grund wird mir das verweigert. Sonst mache ich hier was anderes. Ja, dann mache ich hier an der Stelle gerade was anderes. Nein, nicht sowas. Guck mal, dass ich das hier ein bisschen mit den Felsen an der Stelle so abgedichtet kriege, sage ich mal. Dass die Gangesgaviale hier einfach nicht drüber weglatschen können. Ich hoffe nur, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das werden wir am Ende erst feststellen, wenn die Tiere da sind. So. Aber die dürften hier eigentlich nicht raufkommen. Auch nicht bei einem höheren Wasserstand. So. Und hier mache ich das Ganze auch nochmal einfach. Ich denke,
dass ich dann davor die neue Barriere setze für dieses Gehege speziell. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich unter den Wegen generell vielleicht mal ein paar Felsen mehr setze. So. Und jetzt muss ich mal gucken. Hier hinten, ja, hier soll das Ganze ja auch schon enden. Das heißt, wenn ich hier diese Felsen nehme, die kann ich hier hinten drunter packen. Als Begrenzung. Wichtig ist eben, dass die Tiere da nicht aus der Barriere rausschwimmen. Was da auch leicht passieren kann. Aber genau deswegen machen wir das jetzt hier unter die Wege. So. Einfach um das Schwimmen der Viecher zu verhindern. So. Ah, es ist okay. Wenn da nachher das Wasser drin ist, fällt das gar nicht mehr so ins Gewicht. So. Und wo hatte ich die Markierung? Ach komm, machen wir es hier einfach. Machen wir das hier zu. Dann kann auf die andere Seite von dem Weg, also auf die Seite, noch etwas anderes. Eine weitere Tierart, die ich erst noch finden muss. Da weiß ich jetzt noch nicht, welche das werden könnte. Aber das werden wir sicherlich noch rausfinden. Affen wollte ich ja nicht machen. Es läuft wahrscheinlich... Es läuft wahrscheinlich auf Binturongs raus. Oder Otter. Obwohl Otter hatte ich schon. Ja, Riesenotter hatte ich noch nie. Ich hatte nur die Zwergotter. Also könnten es Riesenotter werden oder Binturongs. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall. Es gibt ja leider keine weitere Echsenart mehr. Oder ich kann noch eine weitere Krokodilsart reinnehmen. Aber da ist wieder die Frage, ob das gut ist oder eher nicht. Ich glaube eher nicht. Mit einer Krokodilsart muss es das auch gewesen sein. So, ich hoffe, dass ich den Füllstand nachher wieder hinkriege. Das ist mir so wichtig, Leute, dass der Füllstand wieder hinkommt. So, passen wir auf. Wir machen jetzt die Barriere dran. Ganz vorsichtig. Setze ich die mal hier hin, so. Da muss ich auf jeden Fall später noch an den Felsen rumbasteln. So. Die ist auch ein bisschen lang immer, ne? Da bin ich aber selber schuld dran. So. Das kann man später in die Felsen reinziehen. Das ist nicht so dramatisch. Schlimmer ist es eher, wenn er sich hier verselbstständigt. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass da hinten ja noch eine Tierart hinkommt. Die wiederum eine andere Barriere kriegen. Aber wenn ich mich jetzt mit der Barriere hier mal ein bisschen... so dran halte. So. Hier kommt irgendwo der Eingang hin. Hier, dachte ich mir, kommt der Eingang hin. Das heißt, ich muss hier mal gerade gucken, ob ich das Gelände... Das kriegt man ja meistens so durchbohrt. Ja, genau so. Und da muss ich jetzt irgendwie mit der Barriere ankommen. Das ist ja immer viel schwieriger, mit der Barriere da anzukommen, wo man hin will. So, wo ist sie jetzt? Da ist sie. Und sie gibt sich wieder alle Mühe. So. Mich in den Wahnsinn zu treiben, aber das kennen wir bereits. So. Es könnte gleich aus anderen Gründen Probleme geben, was ich da gebaut habe, dass sie die Tür da nicht ansetzen kann. Aber das geht jetzt natürlich wieder nicht. Das geht. Das, was ich ursprünglich vorhatte, geht nicht. Jetzt, was hat er denn jetzt angestellt? Ah. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Warum hat er denn jetzt hier dieses Dreieck eingebaut? Dieser elende Schlumpf. So geht das wieder. Von der anderen Seite ging das nicht so zu verbinden. Verblüffend. Verblüffend. Was das Programm alles kann und nicht kann. Das hier wird Ärger geben, weil er überkreuzt das Ganze. Monkey, da ist er wieder. Hallo, grüße dich. Jawohl, wir sind im Zoo angekommen inzwischen. Ah, und hier kommt jetzt eine Tür rein. Und ich hoffe... Jawohl, funktioniert. Alles Weitere wird sich gleich zeigen. Was habe ich hier gemacht? Da habe ich das Ganze mit Felsen umbaut, ne? Ich nehme den Felseingang hier einfach mal weg und mache das nochmal. Ich hatte auch noch überlegt, ob ich diese Holzwand, die ich hinten in den einsamen Landen gebaut habe, nochmal verwende. Aber
Da habe ich eben Holzwand-Time und hier ist jetzt eben Fels-Time. Tja, nur aus irgendeinem Grund ist es nicht das Teil, was ich gerade da hinten kopiert habe. Das sieht nämlich völlig anders aus, oder? Ah, da ist es. Man muss es hochschieben. Es sieht trotzdem noch nicht so aus. Ganz im Gegenteil. Es sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. So. So vielleicht? Ja. Ich glaube, das ist es. Ja! Stark. Ist der Eingang auch richtig rum? Ja. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Wie habe ich das hier weitergemacht? Habe ich das jetzt stark eingefelzt alles? Nee, gar nicht so stark. Das heißt, ich setze da unten ein paar Felsen. Wahrscheinlich muss ich hier die ganze obere... Was ist mit meiner Stimme los? Kaum habe ich gegessen. Ich musste diesen ganzen oberen Teil des Hügels nochmal überdenken, genauso wie hier hinten das Ganze. Aber das wird Bestandteil des nächsten Planet Zoo Streams sein, der übrigens erst übermorgen ist, nämlich am Donnerstagmorgen wird wahrscheinlich die ganze Zeit nur Minecraft gestreamt, den ganzen Tag. Da habe ich ja noch einen Berg einzupacken, was auch nicht gerade kurzweilig ist. Deswegen nächster Planet Zoo Stream erst übermorgen. Aber Minecraft ist auch immer sehr lustig, lohnt sich auch immer. Für jeden reinzuschauen. So. Das ist das Gute halt bei so Echsen, Gangesgavialen und alles, was da noch so rumkreucht, auch bei Varanen, Nilvaranen. Kinder, was mit meiner Stimme? So geht das nicht. Dass die alle nicht besonders hoch springen können, ihren sogenannten Beinchen, heißt im Umkehrschluss, so eine Barriere hier, wie wir sie jetzt gerade bauen, reicht da völlig aus. Moos. So. Gibt's hier den Felsen. Muss das Ganze auch noch mit Wasser gleich wieder befüllen, in der Hoffnung, dass ich den alten Füllstand hinkriege, Leute. Das ist immer das Allerkomplizierteste. Oder das ist immer das Ärgerlichste. Dann baut man wieder was und dann kriegt man den alten Füllstand nicht mehr. Und dann steht da, haben wir Flachwasser. Das geht auch nicht. Ich hatte mich jetzt ja gerade vor dem Bau dieser Felsen hier vergewissert, dass das noch geht. Bin mir aber jetzt gar nicht so sicher, ob das gleich tatsächlich noch klappt. Aber wir schauen einfach. Wir schauen einfach. Ich werde auch versuchen, all diese Sumpfgehege gleich zu halten. Also überall werden Würgefeigen gepflanzt. Überall wird die Grundnessel gepflanzt. Dass es eine einzige Brühe ist, möchte ich mal sagen. Ein Sumpf mit vielen, vielen unterschiedlichen Tieren, in dem diese unterschiedlichen Barrieren eigentlich gar nicht auffallen. Ich habe übrigens vergessen, Seegras zu pflanzen. Fällt mir gerade ein. Das ist auch immer für Sumpfgehege gut geeignet. Muss ich mal gerade aufpassen, dass ich die Würgefeige nicht zu felse. Da ist es nämlich schon passiert. Ja. Weil so ein Fels im Baum macht sich nicht immer gut. Macht sich nicht selten schlecht. Kann man auch sagen. So. Hier ist halt so eine Stelle, für den Fall, dass die Krokodile hier auf die Idee kommen, an der Stelle hier rauszuschwimmen, was ich ihnen durchaus zutraue, weil die Tiere schwimmen ja per se dahin, wo sie nicht hinschwimmen sollen. Ich glaube auch, dass das von der KI so berechnet ist, dass sobald irgendwo eine Lücke im Zaun ist, diese auch von den Tieren reichlich genutzt wird. Einfach nur, um dem Spieler auf den Sack zu gehen, glaube ich. Da gibt es einige Bösartigkeiten, aber ich würde es als Programmierer wahrscheinlich nicht anders machen. Bin ich ehrlich. Wenn ich die Möglichkeit hätte, legal Boshaftigkeiten irgendwo einzubauen, ich würde es wahrscheinlich tun. Aber nur für die Leute, die mich nerven, natürlich. Ja, alles andere wird sich gleich zeigen, wenn wir das Wasser wieder reingepackt haben. Was ein sehr spannender Moment sein könnte. So. Haben wir jetzt alle? Jetzt haben wir alle. Können wir uns hier mal eine größere Wand hinsetzen. Ich frage mich sowieso, warum ich nicht immer Copy-Paste mache, wenn man das geschickt dreht. Fällt es ja auch gar nicht auf und es ist deutlich einfacher. Und es ist ja auch nur Hintergrund. So, und hier so diesen einen Stein, der jetzt immer so prominent nach vorne guckt, den kann man ja dann auch wegnehmen mal eben. So. Bevor da eine Regelmäßigkeit, aber ich sehe hier keine Regelmäßigkeit.
Ist doch perfekt. Ich würde es mal wagen, das Wasser da wieder reinzulassen. Jetzt kommt der große Moment, Freunde, an dem ich entweder komplett ausraste und an die Decke springe oder alles gut ist. Ich sehe es kommen. Es ist zu tief, oder? Kriege ich es noch höher? Nein, ah, hier nein. Bei den Varanen gucken die Steine ja einfach nur so raus. Das ist der alte Füllstand. Freunde, das ist gut. Das ist gut und sehr nervenschonend gerade. Alles andere wird sich zeigen. Wie weit bin ich denn hier weg von dem anderen Gehege? Oh, das ist schon einiges, ne? Ja. Da müssen wir da auch nochmal Servicegebäude bauen. Aber Geld haben wir genug. Uns geht das Geld vermutlich in dieser Mittelerde-Welt hier nicht mehr aus. Dann ist noch etwas fraglich, ob die Tiere hier ins Wasser kommen. Sie kämen nur an dieser Stelle ins Wasser. Und hier kämen sie bei dieser Mittelinsel... Ah, ich möchte das einmal hier abflachen, dass sie sich vielleicht auch auf diese Mittelinsel legen können. Also kommt nochmal das Spannende jetzt mit dem Wasser. Moment mal, wie mache ich das immer? Ah, ich baue hier immer sowas hoch und flach das dann ab. Genau, und jetzt kommt aber wieder die große Frage. Kriege ich den Füllstand hin? Das ist eigentlich die zentrale Frage. Und ich kann das hier an den Felsen ganz gut erkennen, weil von den Felsen nur das Moos rausguckt. Aber das ist die Füllhöhe. Auch hier. Und dann mache ich jetzt nochmal hier so eine Wassertreppe. Nennen wir es Wassertreppe. Ich glaube, das ist ein ziemlich cooler Ausdruck dafür. So. Um die Leute auch ein bisschen näher an die Tiere ranzulassen. So kurz bevor sie zuschnappen können, sozusagen. ja, und hier oben, warte, da liegen die dann einfach nur faul rum. Das ist okay, damit kann ich gut leben. Dann, wiederum, spannender Moment. Ja. Gecheckt. Richtig gut. Dann machen wir hinten noch ein bisschen Wand. Oh, ich weiß auch womit. Wir können nämlich diese Platte, ist es die? Ja, die können wir drehen. Aufrichten sozusagen. Und dann damit hinten den Rest von dem Berg verkleiden. Und weil der Moosfelsen nämlich dynamisch ist, ist nur oben die Kante moosig. So. Wir haben das gerade beim Drehen beobachten können, wie sich die Moosfläche verändert hat. Doofe ist halt nur, das ist wieder so halb angefangen, nicht beendet, dass ich das nur mit der Y-Taste in dieser Achse drehen kann und es keinen Hotkey gibt, um das Ganze in den anderen zwei Achsen zu drehen. Das ist zum Auswandern manchmal, echt. Weil ich dafür jetzt jedes Mal das Ding absetzen muss und eindrehen muss. Das ist richtig ärgerlich, das ist richtig umständlich. Und das so, wo es das Game schon so lange gibt. Es vergeht kein Stream, wie ihr merkt, an dem ich nicht irgendeine nervige Spielmechanik hier noch finde, die überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen zocke ich so gerne Minecraft, weil das ist in seiner Ausführung nahezu perfekt. Es laggt manchmal ein bisschen, aber da kann Minecraft ja nichts für, dass es laggt. Das ist halt die PC-Performance. Aber sonst ist Minecraft perfekt. Sieht auch blöd aus hier mit diesen Spitzen, ne? Ich will gleich mal was überlegen. Ja, das sieht nicht aus. Das sieht richtig kacke aus. Kann ich was drauf machen, ne? Ich mach da mal oben Felsen noch drauf, so irgendwie so hier so rein drauf. So drauf rein. Genau. Dann wird's von der Spitzenkacke wird's zu glatten. Ich darf das gar nicht sagen, oder? Darf man das sagen? Weiß es gar nicht. Das Ding läuft ja auch auf YouTube hier demnächst. Wenn ihr es auf YouTube guckt, liebe Freunde, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort mit K sagen darf. Aber dafür sage ich noch Eskimo und Indianer. So. Ich überlege gerade, ob ich hier noch die andere
Rückenplatte nehmen. Es gibt auch noch eine zweite, aber ich glaube nicht. Ich mache jetzt hier mit dem Felsen ein bisschen weiter. Wenn ich den ein bisschen geschickt drehe, dann... So. Vielleicht mal doch den Felsen zwischendurch wechseln. Aber dann ist das auch einigermaßen random hier. Das ist okay. Und der Felsen ist auch sehr schwierig hier, wenn man den jetzt... Wenn ich den jetzt einmal drehe, dann wird der richtig schwierig zu verbauen. So, also hier kann man den dann einsetzen zum Beispiel noch. Großartig viel mehr ist da aber auch gar nicht mehr möglich. Die anderen hier sind alle zu klein. Wir sind auch schon in der Moosabteilung und gar nicht mehr in der dynamischen Moosabteilung. Ja, das habe ich befürchtet. Ich hoffe nur, ich kriege diese Wand hier einigermaßen schick hin, die Rückwand. Wo ich mir gar nicht so sicher bin. Ja. Ist aber auch immer dasselbe, ne? Es wird höchste Zeit, dass wir auch diesen Bereich hinter uns lassen und noch zu dem Bereich Mordor kommen, wenn ich den Barad-dûr baue. Ich glaube, dann das lastet mich auch völlig aus, den Barad-dûr zu bauen. Vorher ist es das Übliche. Aber Ganges Gaviala habe ich ja auch schon mal gebaut. Das ist ja jetzt nichts Neues. So. Die Seite noch? Ja, dann haben wir doch eine random Rückwand. Das ist doch okay. Da muss man jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Und unser Papst ist alles andere als päpstlich. Der aktuelle. Keine Religionsthemen, bitte. Alles klar. So. Ich freue mich schon wieder auf den Minecraft-Stream morgen. Das wird mir ein großes Fest sein. Ich habe ja gerade noch, wir hatten ja immer da bei Minecraft im Moment das Problem, dass wir nicht genug Weizen rangekriegt haben auf die Schnelle. Aber ich habe jetzt gerade während des ganzen Essens eine Stunde AFK Weizen wachsen lassen. Das heißt, da können wir morgen wieder in die Vollen gehen mit den Mudbricks. Das wird stark. Das wird richtig stark. So. Klappt hier besser, ne? Wenn wir diesen Felsen nehmen. Den hatte ich ja vorhin schon mal genommen. Wenn ich den zwei, dreimal drehe, immer so. Ja, soll halt nicht überlappen, ne? Mit dem anderen. Also hier siehst du jetzt, dass ich zweimal denselben hintereinander gesetzt habe. Da müssen wir also gleich einmal nochmal einschreiten. Man kann ihn auch so rumdrehen. Das glaubst du oder nicht? So. Und hier kommt nochmal irgendwas anderes rein. Sowas hier. Genau. Ich glaube, ich sag Alex, er soll mal random einfach Stroh auf der Map generieren lassen. Es war eine Idee. Führt mich nicht in Versuchung, dass ich da auch noch einen Berg zumatsche. Hier könnte es eine spannende Begebenheit geben. Es könnte passieren, dass die Tiere hier abhauen und rüber zu den... Obwohl, hier kommen die nicht drüber, ne? Dass die rüber zu den Komodowaran gehen. Das glaube ich nicht, nee. Sonst können die sich aber auch mal miteinander bekannt machen. Vielleicht verstehen die sich ja doch besser, als Zoologen das glauben. Ansonsten habe ich hier keine Stelle mehr, wo die irgendwo... Hier vielleicht noch, ne? Ich mache hier mal zumindest ja, die zwei nochmal. So ein Ticken höher hier. Nicht, dass sie da auf den Weg, das werden die nicht schaffen, aber... Aber es kann halt sein, dass die auf den Felsen gehen und dann hier auf der anderen Seite wieder runter ins Wasser hüpfen. Und dann wird mir natürlich angezeigt, dass die abgehauen sind. Auch wenn sie es nicht sind, aber das wird sehr schnell sehr nervig werden. So, hier können sie ja wegtauchen drunter durch, unter dem Weg. Genau. Das ist also auch kein Problem. Und hier, hier unter dem ganzen Weg. Das könnten wir nochmal einen Ticken erhöhen. Und dann muss ich gleich nochmal feststellen, ob die dann nicht auch drunter durch... wegtauchen können. Können sie nämlich? Ne, können sie nicht. Ne, können sie nicht. Das geht hier bis an den Grund. Ja,
bis an den Sumpfgrund. Hier kommen sie auch nicht drüber weg. Ah ne, das habe ich ja gerade gebaut, klar. Da kommen sie natürlich nicht drüber weg. Hier ist noch ein bisschen kritisch, ja. Dann machen wir das gleiche doch hier nochmal. An solchen Stellen ist es eben wichtig, dass es funktional ist und nicht, dass es gut aussieht. Was habe ich jetzt angestellt? Weder das eine noch das andere. So. Auf der anderen Seite ist es ja im Grunde genommen auch nicht so wild. Hier kommt ja auch noch eine Tierart hin. Wie gesagt, Binturongs oder Riesenotter. Und wenn ich ganz desperate bin, kommt hier in dieses kleine Gehege noch Nilwarane. Aber da weiß ich noch nicht, ob ich das... Nilwarane sind auch immer sehr schwierig, weil die immer sich auch immer so fortpflanzen. Da gibt es immer 200 Kinder pro Nachwuchseinheit da und weiß nicht, ob das in Ordnung ist für mich. So, hier müssen wir das auch noch ein bisschen dichter machen. Auch nur, dass die Leute nicht von den Krokodilen heimgesucht werden. Hatte ich mich jetzt für Ganges-Gaviale entschieden? Doch, ne? Oder für den Krokodil-Kaiman? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Doch, ich glaube Ganges-Gaviales. So heißen sie nicht auf Englisch, liebe Kinder. Sprecht das nicht nach. Alles gut. Ja. Perfekt. Ich mache ja direkt so eine ganze Steilküste hin. Ne? Das muss jetzt hier nicht noch großartig da. So. Alles klar. Hier kommen sie rauf. Das weiß ich. Das ist etwa so die Schräge, wo die raufkommen. Die Tiere. Dann... Übrigens, wundert euch nicht, ich mache heute nicht allzu lange, maximal 2 Stunden, weil ich noch für Braincraft eine Menge vorzubereiten habe. Und da wir da am Samstag schon aufzeichnen, zählt er jede Minute, die ich vorher habe. So, aber versprochen ist versprochen, heute gibt es hier eine Tierart im Zoo und der nächste Planet Zoo Stream am Donnerstag wird dann wieder etwas länger, weil wir dann auch wieder ein bisschen an der Umgebung rumbasteln. Und das Ganze noch sehr viel stärker versumpfen, als es ohnehin schon ist. Ich habe mir nämlich einen Tipp geben lassen, wie ich dieses Sumpfige hinkriege, was ich gerne hinkriegen würde. Ich lag mit meiner Idee letzte Mal, wo ich die Grundnessel da so halb in den Tümpel reingepflanzt habe, schon nicht falsch. Aber es geht noch bei... Ah, wir machen hier oben eine Sumpfhütte drauf, wo die schlafen können. Ich glaube, das ist eine mega gute Idee. Dann können die in einem Sumpfhütchen schlafen. Es hat jetzt einer geschrieben und Grüße gehen raus, wenn du auch das hier bei YouTube siehst oder gerade live. Es kommt kein richtiges Tolkien-Feeling auf. Das ist im Moment noch richtig. Die Barrieren kann ich nicht wirklich wegmachen. Die braucht man ja, das ist klar. aber es gibt am Ende nochmal einen Feinschliff und danach wird es auch vermutlich etwas Tolkien-mäßiger aussehen. Aber es ist halt, wie gesagt, ich baue ja nicht Mittelerde nach, sondern nur ein Zoo im Stil von Mittelerde. Das ist ein Unterschied, wie ich finde. Ich baue jetzt hier eine Strohhütte hin, also so eine Bambushütte, dachte ich mir. Das ist im Südamerika-Pack drin gewesen, diese grünen Bambusteile. So, schauen wir mal. Design Südamerika. Jawohl. Dann gibt es da vielleicht Halbrundes. So. Das ist die normale Bambuswand. Die grüne hätte ich gerne gebogen. Genau. So. Ich muss die später ein Stück weiter in den Boden reinsetzen, diese Hütte. Aber im Moment mache ich es mal so, wie ich es mir hier vorstelle. Dann muss da hinten eine Rückwand rein, die hier. Da gibt's, ist mir jetzt auch aufgefallen, auch 2 verschiedene Arten von Bambuswänden. Das eine heißt Bambuswand, das andere heißt Bambustafel. Das ist ein Unterschied. Das ist mir aufgefallen bei meinem Mini-Zoo. Hier, Viertelkreisboden, Bambuswand, Viertelkreisboden, ja. Bambustafel
muss man aufpassen. Das eine funktioniert nämlich nicht wie das andere. Es ist tückisch. Das ist dieselbe Laufrichtung? Yes, Sir. Hier auch. Ja, hier die Ecke hat sich wieder der ganzen Logik enthalten. Das hängt hier auch wieder mit diesen unterschiedlichen Bauteilen zusammen. Der passt nicht, aber dann müsste der passen, ne? Ja. Sehr schön. Okay, dann machen wir hier einen drüber. Dann machen wir hier noch einen dran. Jupp. So. Und hier noch einen dran. Jupp. War es das? Ja. Und dann gibt es manchmal so Halbbögen. Wenn es die jetzt auch noch von grünem Bambus gäbe, wäre das mal richtig nice. Aber ich glaube, die gibt es gar nicht. Ich glaube, das, was ich suche, gibt es nicht. Und das hier kann man auch nicht der Baugruppe beifügen. Schade. Das hier auch nicht. Ist ja auch wieder nur halb überlegt. Ach, Mensch. Gibt es das in länger? 4 Meter. Ah, 2 Meter. Der 2 Meter reicht nicht bis auf den Boden, der 4 Meter geht weiter über den Boden hin. Aha, so kann man doch, damit kann ich arbeiten. Das ist aber nicht der grüne, ne? Das ist nicht der grüne Bambus, oder? Der geht, ja. Ich glaube, das ist das Teil, was ich suche. Nee, das ist nur ein Meter. Das hier? Nee. Ich nehme das jetzt. Bevor ich hier weiter verzweifle. So. Und einmal hier dran. So. Ich hoffe jetzt, kriege ich das jetzt in einem bewegt? Jawohl, stark. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ich möchte das Ganze nämlich einmal ein bisschen eindrehen, dass es zu den Zuschauern sozusagen geneigt ist und dann ein wenig im Boden verschwinden lassen, weil Ganges Gavialer ja jetzt auch nicht so die mega großen Tiere sind. So müsste das eigentlich reichen, wenn ich das mit Stroh auslege und dann können die Besucher die Tiere auch noch hier vom Weg aus sehen. Das ist doch mega gut. Dann könnte ich hier schon mal auf Gangsgaviale filtern. Wo sind sie? Da. Und kriegt der Blätter rein? Oder Stroh? Ich glaube, Blätter haben wir gesagt. Machen wir überhaupt hier im Sumpf, ne? Weil wir das schon sumpfig und grün lassen wollen alles, gibt es hier also Blätter rein. Aber keine Schwebeblätter sind es auch nicht. Ich denke, so reicht es auch. Das sieht ganz gut aus. Sieht ganz kuschelig aus. Kann der gute Gavial mitleben. Hier oben drüber wäre so eine Statue noch ziemlich nice. Aber mal gucken, was ich da noch so mache. Verteilen wir erstmal noch ein paar Würgefeigen im Gehege. Hier diese Insel, wo ich noch nicht weiß, ob sie die annehmen werden, was unbedingt sein musste, nach meinem Verständnis. Weil dann, das macht die Sache dann für die Leute erst richtig spannend, wenn die auch mal hier zwischendurch auf dieser Insel liegen und sich sonnen. Die Tiere. Oder sich einfach nur da rumfaulenzen, was sie auch immer in der Sonne machen. Braun werden sie wohl nicht dabei. So. Ich glaube auch, wenn ich mal so, na, wenn ich die Bäume aus dem Wasser gucken lasse, das können wir mal testen, ob mir das was gibt. Schon, oder? Da nicht. An der Stelle sollen die Leute auch nochmal ins Gehege gucken können. So, aber dann kann ich hier nochmal einen reinsetzen. Und vielleicht, was habe ich noch für Bäume verwendet? Diese Bäume, ja, die passen auch gut zum Sumpf, weil eben die Wurzeln so rausstieren aus der ganzen Sache.
Ihr seht das schon, kommt, dass ich diesen Ast da gleich schon wieder verbaue. Oh, dieser Ast. Den kann man hier vor die Leute machen, ne? Das ist nicht so schlimm. Nee, das ist okay. Ich bin mal gespannt. Wenn die hier unter dem Weg durchgetaucht kommen, dann wird es richtig gut. Wenn nicht, muss ich mir leider was Neues überlegen, was cool sein könnte. Ich mache hier allerdings auch kein... Nee, so ein Brückensystem, wie ich vorne habe, mache ich hier drin natürlich nicht in dem Gehege. Das passt nicht. Dann darf ich aber auch auf diese Insel hier nichts machen, außer Spielzeug. Weil die Pfleger dann dort nicht hinkommen können. Ich hoffe, dass das egal ist. Ich hoffe, dass die Pfleger nicht auf diese Insel kommen müssen. Aber wenn ich normales Spielzeug nur dahin mache, müsste das eigentlich nicht der Fall sein. Dann hoffe ich halt nur, dass die da nicht hinmachen, ne? Weil dann... dann sieht das schon wieder ganz anders aus auf einmal. Ich denke, ich soll das mit dem Copy-Paste sein lassen und mal seriös anfangen hier zu bauen. Köstliches. Achso. Wo ist das köstliche Fensterblatt, um das es jetzt gerade geht? Wo ist das? Hier. Sehr schön. Hier muss noch stark viel mehr begrünt werden, Leute. Das ist alles noch ganz in den Kinderschuhen hier, dieses Gehege, glaube ich. Grundnessel. Und vor allen Dingen erinnert mich daran später, wenn ich es vergesse, dass ich noch mit Seegras arbeite. So. Ich denke, das ist okay. Ich hatte da letztes Mal was mit dem Gelände, mit der Erde und dem Felsen gemacht. Ob das hier auch funktioniert? Also ob das hier auch aussieht? Ja, schwer zu sagen. Ah nee, ich glaube mit Rasen und Fels war das sowas hier, ne? In die Richtung. Ja, das kann sein. Das kann natürlich sein. Okay. Was kriegen wir denn noch so angeboten? Vielleicht sollte ich es doch mal gerade auf Tropen und Aquatic filtern. Ah! Was wir hier auch vergessen haben, sind Wasserpflanzen. Die müssen natürlich auch noch rein, klar. Auch in das Varangehege hinten noch, klar. Und ja, auch immer eine Augenweide, diese Riesenteller hier, die machen schon was her. Wenn es hier noch zu fein aussieht an der Stelle, also zu... Ah. Es ist noch nicht wild genug, noch nicht bösartig genug, wie ich finde. So. So viel zum Thema Wasserpflanzen. Und jetzt mal gerade das Seegras probieren. Wo ist das überhaupt? Ich sehe das hier gar nicht. Seagrass. Ich sehe. Sag mal, also muss ich das hier rausmachen, die Filter mal rausmachen. Mal gucken, ob ich es dann treffe. Das heißt auch gar nicht Seegras. Das heißt irgendwie anders. Wie heißt das denn noch? Ah, Wasserschraube. So heißt es, genau. Das hier. Wasser. Riesenwasserfreund. Das meine ich nicht hier. Die Unterwasserschraube. Die meine ich. Mittel gibt es hier auch in groß. Das wäre natürlich richtig prächtig. Da. Echt, das ist groß. Ah, Leute, ich weiß, was ich mache. Ich werde jetzt hier kurz mal davon ein größeres Konvolut zusammensetzen. Und dann kann ich das großflächig in dieses Gehege einbauen. Das ist doch mal eine super Idee. Damit habe ich auch das Feld im Auenland bestückt hier mit dieser Wasserschraube, Unterwasserschraube, Überwasserschraube, mit der Schraube jedenfalls. Das ist das, was den Weizen darstellt im Auenland.
Bisschen randomer hier an den Ecken mal, dass es so ein bisschen franseliger wird. Aber so wie ich das plane zu verteilen, ist das im Grunde genommen völlig egal. So. Das Ganze marken wir einmal. Jupp. Ja, schade. Jupp. Ja, fertig gejuppt. Es sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Herz. Warum sieht das bei mir am Ende immer aus wie ein Herz? Ah, Leute, das ist doch. Das ist doch schon mal wieder Sumpfcharakter hier. Wenn man das Wasser nicht unbedingt direkt sieht. Oder, ihr wisst, was ich meine. So. Ja. So habe ich mir das vorgestellt, Freunde. Und wenn man das Ganze dann noch mit ein paar Blumen pimpt. Also, mit, was ich auch immer so Blumen nenne, ne? Dann ist das doch richtig geil. Wie ich finde. Ich lasse das auch hinten stehen, dieses Ding auf dieser Insel. Das mache ich jetzt erstmal nicht weg. Das kann ich mit Sicherheit noch häufiger gebrauchen hier. Und vielleicht sogar gleich noch rüber zu den Varanen damit. So. Aber so hat das Ganze einen stark sumpfigen Charakter bekommen. Ich muss jetzt nur mit diesen Blümchen hier und mit diesen Teilen aufpassen. Ich mache das auch nicht überall, sondern nur an manchen Stellen. Vielleicht doch, ist schon ein bisschen häufiger. Aber wie gesagt, nicht überall. Müssen wir mal gleich gucken am Ende, wie es aussieht. So. Ja, krass. Ja, krass. I like. Machen wir hier hinten noch so in die Ecken, sag ich mal, wo die Tiere nie wirklich sind. So. Jetzt habe ich das hier aber über der Wasseroberfläche gepflanzt, ne? Das war jetzt vielleicht nicht so clever. Aber egal, ich kann es ja in einem bewegen. So, das müssen wir jetzt etwas aufpimpen. Es sieht zwar sehr patschig aus gerade. Das soll es ja auch. Aber was ich gerade nicht... Ah doch, der Wasserstand ist okay. Es dampft ja später noch. Es nebelt ja auch später noch. So. Gucke ich doch mal. Ich glaube hier... Ah, die Hyazinthe. Ich weiß nicht. Nee, das mache ich nicht. Die Wasserhyazinthe. Ich wollte es ja auch nicht zu bunt gestalten. Ich wollte es ja auch nicht zu bunt gestalten. Was ist denn hier noch? Eine Wassertupelo. Wie heißt das Ding? Eine Wassertupelo, ja. Nee, ach komm. Nee, fang nicht mit Baugruppen an hier. Fang nicht mit Baugruppen an. Was muss ich denn tun, damit er das nicht macht? Ich kann das nicht. Ich kann da jetzt nichts hinbauen. Er macht direkt wieder eine Kack-Baugruppe draus. Weil er wieder nicht aufgepasst hat. Weil er wieder profilneurotisch ist. Und Aufmerksamkeit braucht. Hier machen wir Fels hin. Ja, ist in Ordnung. Für so eine Ecke. Wir machen es hier hinten noch korrekt. Also nochmal zu. So. Lania, vielen Dank für dein Follow. Freue ich mich sehr drüber. Wir ziehen das einmal rum. Außer vorne an der Stelle, denke ich, wo die Krokodile hoch sollen. Die Gaviale.
Ja, ich denke, wenn wir hier so eine komplette Insel aus Moosfels drin haben, ist das richtig gut. So. Dann können die da auch drauf. Ich muss aber mal den Felsen wechseln, ich glaube. Das sieht nicht gut aus. Hallihallo, grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Nehme ich den? Das ist der andere große, ne? Ja. Da müssen wir vielleicht oben noch irgendwas anderes auf diesen Felsen hier pflanzen, damit das nicht so ganz so langweilig aussieht. Ah, hier ist der Berg, aber auch hier ist er wieder hoch geworden an dieser Stelle. Tja, das ist so. Das ist das mit dem Füllstand. Das sieht ja sehr idyllisch aus. Ja, dafür, dass es die Totensümpfe sind, ist es doch noch recht idyllisch geworden, wie ich finde. Ich muss aufpassen, Leute. Der Barad-Dur wird so viel noch an Performance fressen, dass ich hier jetzt nicht allzu viele Felsen noch einbaue. Das sage ich immer wieder und dann sind es am Ende doch 200 Felsen mehr. Egal, Karl. So, jetzt aber. Den Teil, der jetzt da noch frei ist, den lassen wir auch frei. Da sollen die Tiere nämlich auf diese Insel draufkommen. Müsste mit dieser Unterwasserstufe, die ich gebaut habe, eigentlich funktionieren. Ja. Okay, dann kommt hier Wasserhyazinthe drauf. Vereinzelt, sie darf nur nicht schweben. Und Bromelien wachsen daraus, würde ich sagen. Mit denen kann ich mich gerade noch so anfreunden. Auch wenn die leicht bunt sind und ich ja nichts Buntes eigentlich hier haben möchte jetzt in diesen Totensümpfen, aber Bromelien ist okay. Aber wo sind sie? Wo sind sie denn? Die gehören gar nicht zum Sumpf dazu, das gibt's doch gar nicht. Die gehören gar nicht mit in dieses aquatische oder Tropending. Krass. Nee, sie gehören offensichtlich überhaupt nirgendwo dazu. Wo sind die denn? Die heißen bestimmt wieder anders, die ich suche. Die Sachen, die ich suche, heißen ja immer anders. Die heißen nicht Bromelien. Wie heißen die denn? Ach, guck ich hier drüben. Die hier meine ich doch. Helikonie. Ja, ja, und die sind auch bei Tropen drin, deswegen wieder typisch. TT, typisch Taris. Aquatisch, Tropen. Helikonie. Heli. Da sind sie doch. Aha. So. Ja, nah dran, aber knapp daneben ist auch vorbei, weißt du. Ist ja klar. Wie sieht das aus, wenn ich das hier in diese Wasserschraube pflanze? Das geht auch noch, ne? Also mehr oder weniger, ja. Aber irgendwas anderes muss ich hier in diese Wasserschraube noch einbringen. Das sieht noch viel zu sauber aus. Gleich mal gucken. Die kann man aber farblich auch nicht verändern, ne? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Nee, wenn ich das so den ganzen so einen dunkelbraun, so einen leichten braunen Touch geben könnte, wäre es natürlich richtig nice. Aber das, da versagt es wieder. Jetzt ist das schon wieder eine Gruppe. Oh Leute, was ist denn das hier für eine Gruppe? Das ist, da ist doch gar keine Gruppe. Diese Blumen oder was meint er? Ich werde wahnsinnig. Es ist, manchmal ist es echt zum Auswandern hier. Hier wollte es unbedingt der Gruppe anpassen. Hier wollte er es nicht der Gruppe anpassen. Ich hinterfrage das auch gar nicht erst. Es würde wieder nur zu Unverständnis bei mir führen. Guck mal, was wir noch Schönes pflanzen können. Köstliches Fensterblatt kommt hier noch drauf. Auf die Island. Die Mühle. Nein.
Wie wär's mit einem Zerwurz? Ja, so vereinzelte kleine Zerwurz, die Lines zwischendurch. Das ist auf jeden Fall drin. Ich bin hier mit... Die Idee hier mit diesem Teppich ist geil. Aber irgendwie fehlt da noch die Katharsis. Möchte ich es mal nennen. Aber vielleicht... Ja, vielleicht kommen wir so der Sache etwas näher, wenn ich hier noch so ein bisschen Hyazinthe reinpflanze. Ja, das hat auch gleich schon wieder etwas Dunkelgrünes, um nicht zu sagen leicht Bräunliches, was es da, was dann automatisch dazukommt. Und dann sieht das nicht ganz so einfallslos aus, aber es ist alles in allem noch zu hell. Es müsste etwas düsterer sein. Jetzt aber im Moment keine Idee, wie ich das anstelle. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ansonsten ist die Insel schon mal gar nicht so schlecht. Hier könnten wir schon mal ein Spielzeug für die Tiere aufstellen. Was hätten wir denn gerne? Hier kommt ein Spielzeug drauf, was die Pfleger nicht betreuen müssen, damit sie da kein Futter nachfüllen müssen oder sowas. Zum Beispiel so eine Reibetafel ist gar nicht so schlecht. So, die kann auch hier vor die Würgefeige. Da müssen die Pfleger nämlich nicht dran. Und noch irgendwie was zum Kürbis hier. Ne, den müssen die auffüllen. Alles, was ohne Essen ist. Diese Dinger hier. Diese Blutmarkierer. Ja, reicht. Dann gehen die auf diese Insel zwar drauf, aber die Pfleger müssen sich nicht darum kümmern, dass da irgendwas drauf ist auf der Insel. Diesen Bereich hier, die Totensümpfe, den werden wir auch nochmal im Dunkeln nachgestalten. Und ein paar Lichteffekte, mit ein paar Lichteffekten, ein paar Raucheffekten und so versehen. Das ist mir hier besonders wichtig. Hier oben kommen wir, es ist wieder das übliche Thema mit den Fresstabletts, so. So, einmal das und einmal das Ganze in groß hier an den Gehegeeingang. So, sehr gut. Und dann gibt es hier noch diese Futterbeschäftigung. Oh, das ist immer stark. So, Unterwasser-Futterboxen bin ich ein großer Freund von. Weil die auch immer sehr viele Beschäftigungspunkte geben und die Tiere tatsächlich auch beschäftigen. Oh, hier hinten müssen wir mit der Barriere später mal gucken. Das sieht verdächtig danach aus, dass die hier abhauen können. Das werden wir uns, da werden wir uns jetzt nochmal gerade mit befassen. Dann wir diese Futterbox da hinsetzen. Wo ist sie denn hin, die Barriere? Da ist ja die Barriere. Ja, das muss alles hier. Ich möchte gerne wissen. Aha. Warum macht er das? Warum macht er das? Warum macht er das? Nee, das ist, da habe ich jetzt nicht die Nerven zu. Mich mit dieser Barrierenmechanik auseinanderzusetzen, das machen wir anders. Wir setzen hier einfach den Felsen tiefer. Guck dir das mal an. Wieso ist das denn auf einmal hier? Das ist zum Auswandern. Diese Mechanik wieder. Das ist mein Lieblingssatz für Leute, die Leute, die mich noch nicht kennen. Es ist zum Auswandern mit der Mechanik in diesem Game. Und das ist es wirklich. Leute, die mir regelmäßig zusehen, wissen zwei Dinge. Zum einen, dass ich sehr viele Mechaniken in-game hier kritisiere und zum anderen, dass ich auf der Gamescom mit den Leuten von Frontier Development lange über dieses Game hier gesprochen habe und mich noch, mir noch nie so verarscht danach vorkam. Weil sie mich entweder nicht verstanden haben oder mich nicht verstehen wollten. Ich glaube Letzteres. Aber ich habe mich bei den Leuten von Frontier einmal auskotzen können auf der Gamescom und das ist okay. Ach, das ist auch teilweise unter dem Weg hier. Wir müssen das mal beobachten, wo die Tiere abhauen, vielleicht abhauen und wo nicht. Ich glaube, das können wir jetzt erstmal so. Hier ist ja schon das Nachbarbecken, wo nochmal was anderes reinkommt. Ja, denke, das können wir vorerst so lassen. Okay, es ist immer noch nicht sumpfig genug. Irgendwie stört mich das alles noch. Es ist noch nicht perfekt. Wie ist es denn, wenn ich hier noch Grundnessel zu... Ah!
Die Grundnessel gibt dem Ganzen natürlich hier auch noch die entsprechende Grauheit, die ich da gerne gehabt hätte. Ja, ja, ich wusste irgendwas. Irgendwie habe ich das sowas doch schon mal grau und dunkel bekommen. Und finster. Grundnessel, Freunde. Grundnessel heißt das Zauberwort. Das sieht übrigens dann richtig nice aus, wenn die Tiere hier später durchschwimmen, ne? Dann sieht das, da sie ja eh so eine Nase haben wie Frau Malzahn aus der Ausdauer-Puppenkiste, richtig spannend aus. So, und es ist alles Wasser und das ist das Gute. So! Na also, es wird langsam. Man darf gerade bei so Gehegen hier, bei so Sumpfgehegen niemals mit Pflanzen geizen. Schön wäre es natürlich noch gewesen, wenn ich da jetzt so einen schlammigen Tümpel mit reingebracht hätte, aber das geht leider nicht. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Ich starte mal gerade die Animation und mache den Nebel an. Gucken wir, ob der Nebel, wie das aussieht mit dem Nebel. Ja, Leute, schaut euch das mal an. So habe ich mir den Sumpf hier vorgestellt. Das ist doch geil, oder? Hammer. So habe ich mir das vorgestellt. Der Nebel macht es erst zu einem richtigen Sumpf, Leute. Oder? Bam. Lovely. Totensümpfe, ole. Wir können den Nebel wieder abschalten. Und dann machen wir das Wasser noch ein bisschen antitransparenter nachher. Aber dann weiß ich, dass das hier funktioniert, wenn ich den Nebel einschalte. Und der Nebel ist das Essentielle sozusagen. Dann können wir ja mit dieser Idee hier mit der Grundnessel weitermachen. Dann bin ich ja exakt auf dem richtigen Weg. Das hier müssen wir noch einpacken. Hier diesen Felsen, natürlich. Dafür nehmen wir den Dingsfelsen. Hier, den ich immer nehme. Moos oder dynamischen Moos? Ich glaube Moos. Und zwar diese Riesenplatte hier, genau. So. Oh, hier können wir gleich noch was Spezielles machen. Hier können wir gleich noch Dinge aus der Mooswand rauswachsen lassen, einzelne Pflanzen. Ich glaube, das ist auch eine super geile Sache. Eine Spitzenidee. Hier müssen wir nur aufpassen, dass wir das nicht zu hoch verkleiden, damit die Besucher das vom Weg aus noch sehen können. So. Aber so ist es nicht zu hoch verkleidet. So, das hier aus dem Felsen rausziehen, das sieht nicht ganz so gut aus. Oh. Ja, die Besucher hier auf dem Felsen sind sehr schön. Sehen Sie nur die Felsverkleidung. Oh, ist das mit dem Nebel, Leute. Das triggert mich nach wie vor. Es ist nach wie vor richtig gut. Stark. Ich glaube, hier hinten machen wir es ganz felsig, hinter der Hütte. Hier möchte ich die Tiere eh nicht rumlaufen haben. Ich glaube, die wären hier auch gar nicht hingekommen. Das wird ohnehin gleich sehr spannend zu gucken, wo die Tiere überall hinkommen und wo nicht. Und wo wir nochmal nachbohnen müssen. Ich hoffe nur, dass wir das Wasser nicht ablassen müssen wieder. Das könnte sich nämlich gleich ganz anders verhalten. Jetzt, wo wir da so viele Pflanzen eingebracht haben, kann es sein, dass wir die Füllhöhe am Ende wirklich nicht mehr hinbekommen. Das wäre richtig ärgerlich. So. Das ist das. Das können wir hier auch nochmal weiter fortführen. Mal gespannt, ob wir gleich ein gutes Thumbnail hinkriegen von den Tieren. Wenn, müssen wir das von den Männchen machen, weil die Männchen hier ja richtig groß sind. Über 4 Meter. Das kann ich ignorieren, dass das da aus dem Fels wächst. Das fällt nicht ins Gewicht. Moment, ich muss ja einmal Preise erhöhen noch gerade. Machen wir mal 30. Und für die Kinder 27. Das ist okay.
So, hier müsst ihr noch ein bisschen verkleiden. Ich würde sagen, mit Hyazinthe. Ja. Das trifft es wohl. Den müssen wir hier auch ein bisschen dichter pflanzen. Damit wir da jetzt... kann da gleich noch mal ein bisschen nachhelfen mit Felsen, aber im Grunde genommen... müssen wir das hier einfach dichter pflanzen, damit wir da drunter diesen... den Felsboden nicht... den Erdboden nicht so sehen. So, aber wenn man das hier so 3-4 Mal übereinander pflanzt, ein bisschen geschickt dreht, dann geht das schon. Ja. Dann kann da noch ein bisschen von dem Zeug hier rein. Ne, Helikonie, aber dann nehmen wir mal eine frische. Nicht die 2, die wir da unten schon haben. Und auch hiervon noch. So. Und so. Dann haben die ein bisschen was, um sich hier zu verstecken. Aber im Grunde genommen kann man ja auch hier trotzdem durchschauen. Das ist ja nicht das Thema. Das ist ja völlig in Ordnung. Dann... ob das klappt? Moment, da muss ich mir gerade was gucken. Wie heißt das noch? Unterwasserschraube. Genau. Wie die wohl hier am Rand aussehen würde. Die Unterwasserschraube. Und was übrigens sehr spannend ist. Ah ne, ich dachte, sie taucht hier nicht mehr auf, die Unterwasserschraube bei Aquatic. Müsste sie ja eigentlich, ne? Hier oben sieht das ein bisschen aus wie Porree, ne? Wenn man das nicht im Wasser pflanzt. Aber ich weiß, was ich mache. Wir grundnesseln das Ganze hier natürlich auch noch ein bisschen. So. Ich möchte halt keine Übergänge sehen. Weder die vom Felsen zur Schraube, noch die von Schraube zur Felsen und so weiter. So. Wie sieht's hier aus? Schwebt das? Keine Schwebenessel? Die wollen wir nicht haben. Das wissen wir. Und immer wieder vom Weg aus gucken, ob wir jetzt da irgendwas zugemacht haben. Aber noch können die Leute, die Besucher, die Tiere da drin schlafen sehen. Jetzt muss da noch irgendwas anderes rein. Hier so ein Salat vielleicht noch. Der kann vielleicht hierhin, der Salat. So. Ja. Schickimacki. Wo habe ich das her? Was soll es ausdrücken? Man weiß es nicht. lasse ich das hier so tümpelig? Ja. Naja, eigentlich... nee, so ein paar freie Wasserflächen sollten schon noch sein, ne? Das muss nicht überall so mega versumpft sein, aber hier machen wir es nochmal sumpfiger. Also diesen ganzen Teppich ziehe ich hier nochmal rüber. So. Kann das hier auch so ein bisschen höher setzen? So, Moment. Dass wir hier so einen Übergang haben. Ah, das muss ich gleich mit einem kleineren Teil machen. Das ist okay. Und dann muss da noch dieses Gras hier nochmal rein, diese Schraube. Passt doch super. Und noch ein bisschen was Größeres, ne? Hier wie Helikonie oder... nein, ich, doch, Helikonie ist richtig. Was war nochmal das Falsche? Habe ich vergessen, aber ich habe es gerade irgendwie anders genannt. Ach, die toll, der hat sich mit der Baugruppe verbunden an der Stelle. Na, und dann gibt es auch nochmal eine andere Form von diese zum Beispiel. So. Alles klar. Es fehlen essentielle Dinge, liebe Freunde, habe ich so den Eindruck. Habe ich irgendwie... ah genau, ich habe diese Futterboxen reingepackt. Die müssen nicht nachgefüllt werden von den Pflegern. Das heißt, hier kann noch irgend so ein Spielzeug mit Essen drin. So ein Kürbis. Blutkürbis ist auch immer sehr beliebt. Und hier können wir auch nochmal einen hinstellen.
Sehr gut. Aber das Gehege ist noch lange nicht fertig, Freunde. Auch wenn es schon ziemlich nice aussieht, oder? Kannst du nichts sagen. Totensümpfe erfüllen hier voll ihre... Ich mache hier noch so ein kleines Patch bei den Komodo-Varanen rein. Das mit den, das, diese Idee hatte ich ja heute erst mit diesen Patches. Wo wir gerade schon dabei sind. Das wird ja hier auch dampfen später. Das ist ja eine Wasserfläche, das Ganze. Ah, hier, guck, hier, hier habe ich schon mit Grundnässe letztes Mal gemacht. Ich verstehe. Ja, alles klar. Also. Dann kommen wir noch eine Helikonie über hier an der Stelle. Naja, eine, ja, eine. Okay. Okay, cool. Was fehlt? Was fehlt? Außer Nebel. Sehr viele Bits zum Detail, da guckt man gerne zu. Ja, vielen Dank. Es fehlt was Essentielles, habe ich den Eindruck. Bin mir noch nicht sicher, aber... Ah! Natürlich. Tote Bäume. Hier hinten habe ich mal einen eingebaut. Genau. Totensümpfe, tote Bäume, tote Sümpfe. Oder Totensümpfe, tote Bäume. So kann man das natürlich auch sagen. Wie heißt das Ding? Gibt es davon noch mehrere? Es heißt verfallener gelber Trompetenbaum. Na herrlich. Aha, da gibt es aber auch nur den einen von. Aber es gibt ja noch so Trompetenbaumstümpfe. Gibt es eigentlich richtige Trompetenbäume? Muss ich gleich mal gucken. Vielleicht kann ich hier auch noch ein paar Trompetenbäume reinsetzen. In den Swamp. Weiß gar nicht, aber es sieht auch nicht aus wie ein gelber Trompetenbaum hier, dieser Stumpf, sondern nur wie ein stumpfiger Trompetenbaum. Wie ein Trompetenstumpf sozusagen. Gucken wir doch mal, was wir zum Thema Trompetenbaum hier noch so finden. Das ist er, der gelbe Trompetenbaum. Ja, eindeutig, wenn man sich die Blätter anguckt. Erkennen wir, warum er Trompetenbaum heißt. Und gelb ist auch einleuchtend. Die finde ich gar nicht so falsch hier im Sumpf, ne? Bin ich ehrlich. Die finde ich gar nicht so schlecht. Könnten wir noch ein bisschen so zwei, drei Trompetenbäume reinsetzen vielleicht. Solange sie denn nicht trompeten. Also wenn die noch Lärm machen später, dann ist das nicht so schön, aber so natural, das kann man machen. In der Wasserfläche natürlich nicht, da fällt es ja auf, dass da drunter kein Boden ist. So. Ich glaube, das ist ein Schwebetrompetenbaum. Nee, der ist gut. Ja, oder? Freunde der Sonne. Das ist doch mal ein starkes Biom. Ich hoffe, die Tiere nehmen das so an. Holen wir doch mal Tiere dazu. Also nahezu. Wir müssen ja erstmal diesen ganzen Weg hier anschließen, aber... Ich glaube, es ist soweit... dass wir Tiere dazu holen können. Jetzt haben wir einen Schluck auf. Wie kommt denn das heute? Warum habe ich heute den ganzen Schluck auf? Heißt das, dass man verliebt ist oder was heißt das? Bin gar nicht verliebt gerade. Lalala, der Weg ist weit. Oh, ist der Weg weit. Oh, ist der Weg weit. Ah, da hinten. Der Schock vor dem Abgrund gerade eben sitzt noch tief. Ja, das ist allerdings richtig. Was passiert hier? Ich muss hier jetzt noch einmal rumbauen.
Hallo, Connection. Dankeschön, Dankeschön. Dass jemand an mich denkt. Oh, ich glaube schon, ein paar Zuschauer sind ja da, die wahrscheinlich auch gerade an mich denken. So kommt das eine zum anderen. Tierpflegerhütte. Es reicht eine Tierpflegerhütte und eine Werkstatt. Denn das ganze Tierarztzeug haben wir ja da hinten erst gebaut. Genau, wenn da mal ein Tier krank ist, das kann da ruhig rüber. Das ist nicht das Problem. Da machen wir einen Arbeitsbereich direkt. Oh, Leute, das sehe ich jetzt gerade. Das Gehege hat 100.000 Euro gekostet. Wir waren vorhin bei 234.000, hat über 100.000 Euro gekostet. Wie krass ist das denn? Das ist eines der teuersten Gehege hier im ganzen Zoo. So, und wie nennen wir das Ganze? TS Ganges Gavial. Ganges. TS steht für Totensümpfe. Zumindest sagt man das bei uns so, wenn jemand Schluck auf hat. Ja, das ist mir tatsächlich, wo du es sagst, ist es mir geläufig. Dann heißt es aber TS2. Das genauso wie, weil ich immer sage, meine Nase juckt, da sagt man bei uns, das gibt Geld. Aber es liegt gerade nichts an. Deswegen weiß ich nicht, warum meine Nase juckt. Ganges Gavial. Batsch. Sehr schön. Ach ja, ein Mitarbeiterraum. Der darf natürlich nicht fehlen. Sonst ist da wieder die große Frage, wo sollen die Mitarbeiter schlafen? Ich habe jetzt übrigens die ersten Designs hier für diese ganzen Hütten entwickelt. Im Mittelerde-Style. Ihr werdet euch überrascht wundern, wenn wir die einbauen. Das machen wir natürlich im letzten Rundgang. Also in diesem Feinschliff-Tag. Stream-Gedöns, an dem wir das Ganze beenden. Arbeitsbereiche. Ne, warte, ich muss TS... Ah, pass auf, den nennen wir jetzt mal TS1, damit ich hier nicht durcheinander komme. Und TS2 kommt das hinzu. Bei uns sagt man, wenn die Nase juckt, muss man sich noch ärgern. Nein, das sagt man nicht. Gib Geld heißt bei uns. So, Freunde der Sonne, Kreaturen der Nacht. Lasst uns Personal einstellen und dann zwei Ganges-Gaviale aussuchen. Wenn wir jetzt keine schönen finden, kann ich mir welche aus meinem Mumbai-Zoo holen. Das ist kein Problem, aber ich muss mal die Animation jetzt starten, um wieder Geld dazu zu kriegen. Einrichtung hat keinen... Ah, oh, ja, Strom hätte ich natürlich... Strom hätte ich natürlich auch noch bauen müssen. Ah, und das kommt natürlich auch mit zum... An was man alles immer so denken muss, nicht? Das ist ja schon... Ist ja schon eine Menge, will ich mal sagen, ne? So. Alles klar. Jetzt Mitarbeiter, und zwar nur ein Techniker, ein Pfleger. Das reicht völlig aus. Einmal. Warum forsche ich eigentlich nicht? Am Alpensteinbock zum Beispiel. Und am Komodowaran. Und am kleinen Panda. Warum forsche ich nicht? Das wird sich zeigen. Machen wir nicht jetzt. Also wir forschen jetzt immer nur mit einem. Obwohl ein weiterer Tierarzt könnte auch nicht schaden. Muss hier meine Personalkosten... Ich glaube, ich habe so wenig Geld wegen der hohen Personalkosten. Das muss ich gleich mal eruieren. So, du bekommst den Arbeitsbereich TS2. Bitteschön. Und ein... Also, ein Techniker für den Arbeitsbereich, einen speziellen, schenke ich mir jetzt. In den TS1-Bereich mache ich jetzt einfach dieses Gehege hier auch noch mit rein. Für den Techniker. Damit ich da jetzt nicht noch einen Techniker einstellen muss, weil ich mache mir gerade tatsächlich doch ein bisschen Sorgen um meine Personalkosten. Aber es kann jetzt natürlich auch sein, weil ich jetzt so viel ausgegeben habe, dass einfach aufgrund dessen so viel weniger Geld da ist. Aber es wundert mich, weil das Gehege sieht nicht nach 100.000 Dollar aus hier. Hier diese Stelle machen wir natürlich dann schick, genauso wie hier hinten das Ganze. Das machen wir alles dann schick, wenn wir den nächsten Stream am Donnerstag hier im Zoo haben. Da müssen wir auch den Teil hier anpassen, auch hier den Übergang nochmal.
Kommen die Leute eigentlich inzwischen bis hier hinten an die Schneeleoparden dran? Ja. Ich hatte hinten die Barriere jetzt aufgemacht, dass sie durch können und habe das hier am Anfang vom Stream verschlossen. Genau, dass ich in den Sümpfen noch alleine ohne die Besucher werkeln kann. Und das hier müssen wir halt alles dann im nächsten Stream schick machen. Dass das alles eine einzigartige, grandiose Sumpffläche wird. Tiere holen. Genau, dürfen wir nicht vergessen, ist essentiell für ein Gehege. Tiere. Dann haben wir noch den Komodowaran vom letzten Mal. Jetzt kommt der Ganges-Gavial. Shark. Das ist immer, wenn man schön und stark gleichzeitig sagen will, sagt man Shark. Wir brauchen erstmal ein schönes Männchen. Das hier zum Beispiel hat schon mal... Ich würd ihn fast kaufen. Auch weil Größe 100% ist sehr wichtig. Aber die sind so alt. Die sind alle schon 14 Jahre alt. Ah, Moment. Ich glaube, die müssen so alt sein, sonst sind sie nicht erwachsen. Kann das sein? Kann das sein? Ja, die anderen hier sind alle nicht so toll, die Männchen. Dann nehmen wir doch... Also ihn hier, den besseren von beiden. Oder Vivan ist etwas schlechter. Nehmen wir ihn hier. Ist auch ein annehmbarer Preis bei den Männchen. Bei den Weibchen wäre das zu teuer. Bei den Weibchen sollte man nie mehr als 500 ausgeben. Ich guck mal gerade, wie alt die werden. Ich glaube, die werden schon alt. 50 Jahre. Ja, ja, dann ist 14 Jahre nicht alt. Ah, hier, guck, 14 Jahre ist erst geschlechtsreif. Dann ist alles gut. Dann möchte ich nichts gesagt haben, liebe Freunde. Tierhandel. So, jetzt brauchen wir noch Weibchen. 73 zum Beispiel ist hierfür genau in Ordnung. Aber sie ist mir deutlich zu schlecht. Sie auch. Ich glaube, das Weibchen holen wir mal gerade aus dem Zoo of Mumbai. Ja. Dafür habe ich die Gavialzucht in dem anderen Zoo. Das Männchen will ich da jetzt nicht rausholen, weil das Männchen ist deutlich schlechter als das, was wir jetzt gefunden haben. Aber ich glaube, ein, zwei gute Weibchen werde ich da jetzt finden. Jetzt steht nur noch eine Flasche Wasser. Ich hätte schwören können, ich habe mir noch eine zweite zum Stream geholt, aber... habe ich nicht. Wow. Wow. Also, Franchise. Welcher Zoo of Mumbai? Oder ist es Animal Kingdom? Ah, es ist Animal Kingdom. Es ist Animal Kingdom. Ist es der Animal Kingdom oder ist es der? Es ist der Animal Kingdom. Da gibt es Ganges-Gaviale drin. Und zwar im indischen Bereich. Im indischen Themenbereich. Dauert immer ein bisschen, bis dieser Zoo geladen ist, aber wir wissen ja alle, worauf das hinauslaufen wird. So, da ist er. Hier ist das Ganges-Gavial-Gehege. Und oh, guck mal, hier gab es sogar Nachwuchs. Ist das putzig. Die sehen überhaupt nicht süß aus, diese Tiere, ne? Alter Falter. Okay, hier ist auch das Männchen. Da seht ihr, wie groß diese Männchen sind. Wie gewaltig das ist. Stark. Aber Weibchen, ein Goldweibchen. Dietri, ausgewachsen 23 Jahre. Die könnte schon mal werden. Ich glaube, das ist auch das einzige ausgewachsene Weibchen, was ich habe. Ne? Es wird vielleicht wieder hell, keine Sorge. Ja, alle andere... nee, hier ist noch Scheherazade. Die ist auch 23,6. Dann gucken wir mal, wer von den beiden die besseren Werte hat. 75, 67, 83, 83. Und sie hat... 75, 67, 83. Die sind auch völlig identisch in ihrem... Ach nee, es ist Scheherazade. Moment. Hat das das Männchen? Wo ist das zweite Weibchen? Hier. Dietri, 75, 67, 183. Die ist ein bisschen besser, hat ein bisschen mehr Fruchtbarkeit. Dann kommt auch sie ins Handelszentrum und wir können dieses Tier ebenfalls... Das soll ich beide? Ich nehme beide mit rüber. Dann kann das Männchen hier nämlich... das ist kein Problem. Das Männchen kann nämlich die Tiere, die Kinder da alleine großziehen. Dafür braucht es keine Weibchen. Das kann es. So. Wenn es dann einmal jetzt soweit ist, geht es zurück nach Mittelerde.
Da sind wir doch. Leute sind auch sehr zufrieden in diese Mittelerde zu, erstaunlicherweise, weil ich habe eigentlich wenig für die Leute gemacht, für die ganz normalen Besucher. Es gibt auch nicht so viel Bildungsangebot. Aber trotzdem, irgendwie scheinen die Menschen in dem Zoo glücklich zu sein. Naja. Ich weiß, ein bisschen lässt über dieses Hin- und Her-Gelade, aber dafür züchte ich nun mal in den anderen Zoos Tiere, dass wir hier schicke Tiere haben. So, auf geht's. Jetzt wird's spannend. Jetzt holen wir die Tiere dazu. Da sind sie, alle drei. An Zoo senden. Bin gespannt. Ich hatte hinten noch ein Handelszentrum gebaut, und zwar hier unmittelbar. Hier müsste eins sein, ja. Das heißt, der Weg für die Tiere in das Gehege ist auch nicht allzu weit. Bin gespannt. Vor allem bin ich gespannt, ob sie abhauen können irgendwo. Das ist immer besonders spannend. Und ob sie hier hochkommen in ihr Schlafgehäuse. Ich mache auch schon mal den Nebel an. Erstmal wollte ich die Transparenz ein bisschen einschränken noch, genau. Dann den Nebel anmachen, damit wir auch gleich ein schönes Thumbnail hinbekommen. Für YouTube. Für alle Menschen, die das auf YouTube jetzt gleich nur noch sehen können. Stark. Guckt euch das an, ey. Ist das geil? Es ist sehr geil. Muss nur noch das Tier ankommen. Alles, alle drei. Alle drei zusammen. Da kommt das erste. Nee. Kommt da was? Es kommt kein Tier an. Warum nicht? Warum holt niemand meine Tiere ab? Ah, doch, jetzt da. Es ist das Männchen. Yes, es ist das Männchen. Dann einmal Heatmap. Passierbarer Bereich. Ja. Das Tier kommt auch in den Hauptsee rein. Unter den Wegen durch. Ja, auf die kleine Insel drauf. Hervorragend. Und hier hinten. Oh, hier kann das überall abhauen. Eieiei. Ah, kann es das wirklich? Oder wird uns das nur vorgegaukelt? Nein, es kann es wirklich, weil die Felsen hier zu tief sind. Da muss ich jetzt allerdings nochmal die Animation für stoppen. Da muss ich hier die Felsen einfach erhöhen. Dann passiert hier auch nichts an der Stelle. Beziehungsweise nicht erhöhen, sondern kopieren und nochmal drüber setzen. So nämlich. Dann gucken hier ein paar Felsen aus dem Wasser raus. Ist aber gar nicht so dramatisch. Passt ja prima in die... in diese... ganze... Szenerie... rein. So, nochmal geguckt. Kommen die ins Häuschen? Die kommen nicht ins Häuschen. Ach, guck an. Aber das ist, glaube ich... der Höhe des Häuschens geschuldet. Dann machen wir es halt doch ein Stück höher. Schade zwar, aber... So, jetzt muss ich einmal die Animation starten. Ja! Ja! Jetzt sehen wir schon direkt, dass hier hinten die Fluchtmöglichkeit komplett weg ist. Auch hier hinten, die ist weg. Das hat sich miterledigt. Und sie kommen immer noch nicht ins Häuschen rein. Warum nicht? Kommen die hier nicht vorbei an diesen Pinöppeln? Kann das sein? Mach den einen hier mal weg. Das ist schade, das sieht nicht so schick aus ohne die Dinger. Lass den einen hier mal stehen, einfach. Wo ist er? Man sieht ihn jetzt so natürlich gar nicht. Da ist er. Moment mal. Nee, man sieht ihn natürlich nicht, weil das Wasser nicht transparent ist. Oh, so, jetzt aber. Und einmal... neu berechnen, bitte. Ja, jetzt kommt er da auch rein. Sehr schön. Jetzt kann da auch geschlafen werden. Dann, Gelände ist in einem katastrophalen Zustand. Zu viel Erde. Zu wenig Sand.
Aber da hatte ich ja mal gesagt, das ignoriere ich gerne. Bepflanzung ist top, Leute. 100% hatte ich noch nie. Pflanzen sogar 99%. Das ist ja richtig geil. Das ist richtig gut. Also es sind tipptopp Ausgangspositionen, abgesehen vom Gelände. Da muss ich jetzt noch ein bisschen dran schaffeln. Am Gelände, dass wir die ganze Erde vielleicht in Sand umwandeln. Und zwar überall, wo hier diese Pflanzen sind. Dafür brauche ich aber die Heatmap nicht. Ja, da machen wir es doch eher sandig an den Stellen. Hier so zum Beispiel. Das sieht kacke aus mit dem. Ja, ja, das sieht nicht aus. Dann machen wir doch einfach am Grund des Sees. Das nutzt überhaupt nichts, ne? Nee. Weil das den Grund des Sees versanden. Aber das bringt nichts. Das funktioniert auch nicht. Da muss ich mir was überlegen. Fürs nächste Mal, weil ich kann in diesem Sumpf hier unmöglich Sand haben. Das geht nicht. Nee, da tut sich gar nichts, ne? Da tut sich überhaupt nichts, wenn ich das hier unten mache. Nee. Es verändert sich zwar, aber es ändert nichts an der Performance. Warte mal, hier oben. Ah. Wie sieht das denn mit dem groben Sand aus? Der ist ein bisschen besser, ja. Ein Ticken besser. Hier müssen wir auch noch mal ein bisschen rumbasteln. Da mache ich jetzt gleich noch mal Felsen vor, denke ich. Aber auf diese Weise... Ach, komm. Ich sehe gerade. Ich kann das hier alles verfelsen. Davon habe ich nämlich auch noch nicht genug. Dann kann ich auch hier diese Ecken verfelsen. Jetzt fehlt wieder Sand, aber den Sand kriege ich noch woanders her. Ach, diese Tiere. Jetzt ist wieder zu viel Erde. So. Jetzt mal diese Diskrepanz. Zu viel Erde, zu wenig Sand. Wenn ich erstmal das eine Problem mit der Erde hingekriegt hätte. Jetzt ist alles... Es ist zu viel Fels da. Es ist manchmal ein Kampf gegen Windmühlen. So, Erde stimmt jetzt, Fels stimmt jetzt auch, Sand zu wenig. Aber was kann ich denn da noch wegmachen? Erde, es ist immer noch irgendwo... Ah, hier! Hier kann ich doch einfach die Erde unter diesen Felsen wegmachen. Das müsste doch hinhauen. Ja, stark! Gut, das wäre das. Jetzt kommt The Main Event. Wir versuchen ein Thumbnail für YouTube zu machen. Liebe YouTuber, ich finde es schön, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann schreibt bitte irgendwas in die Kommentare gerade. Muss nichts Positives sein. Hauptsache, ihr beginnt das Ganze mit einem Ausrufezeichen, damit ich weiß, dass ihr den Stream bis fast ganz zu Ende auf YouTube geguckt habt. Wie kriege ich jetzt hier ein Thumbnail gemacht? Das ist ohnehin schon nicht einfach bei meinen ganzen Tieren. Ah, ich weiß, wie ich das hinkriege. Ich kann das Ding doch beliebig irgendwo ins Gehege pflanzen, das Ding. Jawohl. Mit verlegen. Und wo verlegen wir es hin? Wie ist das auf der Insel? Kriegt es hier einen geilen Background mit? Ja, oh Gott, wenn ich das hier hinkriege, dann habe ich doch auch noch einen mega Hintergrund. Das könnte ja sein. Die Leute, die mir öfter zugucken, wissen, was das immer für ein Unglück mit dem Thumbnail ist und so bei mir. Aber vielleicht habe ich jetzt Glück. Der Sonnenstand stimmt gerade nicht. Außerdem ist da noch Gold. Ist kein Gold mehr da, aber... Der Sonnenstand passt mir gerade nicht. Boah, ist ein schickes Tier, ne? Guckt euch das an, Leute. Mit diesem Hobel auf der Nase. Ich sag ja, Frau Malz dann aus der Ausdrucker Puppenkiste. Das, ja, ich, doof ist gerade, es müsste eigentlich in meine Richtung gucken. Wie immer, es guckt immer in die falsche Richtung übrigens. Oder es kackt. Deswegen kriege ich nie gute Thumbnails hin. Also, next try. Da hinten kommt das Weibchen. Warum wird er hier nicht verlegt? Ich habe ihn doch verlegen lassen. Jetzt. Jetzt wollte ich gerade gucken, wie er im Wasser aussieht. Wo haut er denn hin, der Dünger? Der soll nicht auf den Stein. Was ist denn da schon wieder los? Ich werde hier bekloppt.
Nein, ah, der wird in das andere Gehege verlegt. Der soll doch nicht in das andere Gehege verlegt werden. Der geht jetzt, der wird jetzt hier zu den Komodowaran gebracht oder was? Ach du Schande. Es dauert wieder eine Weile, Freunde, bis wir das Thumbnail haben. Jetzt schneit es auch noch. Es ist immer dasselbe mit Thumbnails, ne? Es klappt nie. Es ist doch ein zum Auswandern, echt. Jetzt wird der Gangesgar wieder hier bei den Komodowaranen reingebracht. Das ist eine hervorragende Idee. Jetzt sehe ich die Maus auch gerade nicht. Wegen dem Schnee. Da ist die Maus. Handelszentrum. Ist immer der beste. Beste Weg ist immer Handelszentrum. So, und jetzt einmal bitte zurück in dein GGG. Ganges Gavial Gehege. Was tut mir nicht alles für ein tolles Thumbnail? Absolut richtig. Absolut richtig. Okay, er kommt wieder nach Gehege 17. Wir müssen jetzt eh abwarten, bis der Schnee weg ist. Das können wir aber schon mal umbenennen hier. Oh. Ob ich das beschleunige? Ja, ich muss das beschleunigen hier. Normalerweise kriege ich das Thumbnail so in 10 Minuten gut gemacht. Aber jetzt schneit das wieder ewig, ne? Bewölkt ist kein Problem. Als nächstes Wetter. So. Jetzt muss der Schnee noch schmelzen. Ach, jetzt hängt er da in dem... Ich muss das ja nicht verstehen. Hier mit der KI wieder, ne? Der Schnee ist schon mal weg. Das heißt... Und einer... Ah, die zwei Weiber hängen da oben. Ne, das ist er hier, ne? Der Typ. Das ist er doch. Ja. Gucken wir doch einfach mal, wie es jetzt aussieht. Nicht schlecht, Herr Specht, aber... Ach, das ist das noch nicht. Nee, nee, nee. Die rennen auch so. Warum immer? Ah, das könnte sein. Weil er jetzt in die richtige Richtung guckt. Ich möchte ja diesen sumpfigen Sumpf im Hintergrund haben. Nee, noch nicht ganz. Ah, ja, vielleicht. Nee, das ist es nicht. Nee, das ist, da ist, fehlt mir schon wieder ein bisschen Tiefe. Ich finde es auch immer toll, wenn die alle vier Füße auf dem Boden haben. Das kann ich wohl haken, ja. Jetzt hängt er da mit dem Kopf im Wasser. Nicht gut. Ich versuche das hier nochmal auf der Insel. Hier wäre auch geil, ne? Hier auf dem Stein, aber da kann ich den nicht absetzen. Hm. Ich versuche es jetzt noch einmal hier hin. Wohlbefinden 99%. Da kommt er. Jetzt muss das Goldzeug erst weg und dann sitzt er. Er sitzt richtig rum. So, Gold ist weg. Ja! Schön sumpfig, schön abgetötet, abgestorben. Schnabel auf. Das ist doch mal ein Mega. Na, liebe YouTuber, ihr seid live dabei. Ausnahmsweise funktioniert es mal. Diese Thumbnail habt ihr geklickt. Ach, hier voll mit dieser Wulst auf der Nase. Kann ich das so machen? Ja. Ich kaufe das mal. So. Also, das, ich würde es kaufen tatsächlich. Aber ich versuche nochmal was anderes gerade. Ja. Ja. Nein. Nee, das geht gar nicht. Vielleicht kriege ich noch was Schönes im Wasser hin. Die Musik passt doch gerade ziemlich gut zu dem, wie er da so rumtapert. Oh. Nee, hier backt das Gras leider durch. Das ist schade.
Aber so, ne? Da backt das Gras aber auch schon wieder durch. Auch Kacke. Nee. Im Sumpf geht das leider nicht gut mit Thumbnails. Ja, jetzt haucht er auch ganz weg. Einen Versuch noch. Nö, ne? Eigentlich habe ich ja, was ich möchte. Hier ist... Oh, was bist du? Bist du das andere Weibchen? Ja, die ist aber wirklich klein, ne? Im Vergleich zu ihr. Hier ist die aber auch wirklich klein. Ich hole mir den Typen jetzt noch einmal auf die Insel, obwohl ich krieg's nicht besser hin. Ich müsste eigentlich hier eine kleine Insel haben, wo ich noch diesen Sumpf... Ich glaube, ich habe mein Thumbnail gefunden. Ich glaube, ich habe mein Thumbnail gefunden. Ja, mein... ach Gott, der Ilch will hier Inzucht machen. Eieiei, er ist schon dabei, Inzucht zu betreiben. Das ist die Tochter. Ja, da haben sie aber zwei lieb, ne? Moment, was ist hier? Das ist die Mutter, ne? Tja, die Mutter erwartet Nachwuchs und dann hat er gedacht, komm, ich nehme die Tochter auch noch gleich mit. So ist er, unser Maverick. Nee, 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 die Tochter darf nicht. Aber schön, dass es gleich nochmal Nachwuchs bei den Elchen gibt. Gut. Liebe Freunde, ich verabschiede mich mal mit dieser Totalen aus dem Totensümpfen. Wir haben die zweite Tierart heute hinzugefügt. Am Donnerstag kommt die dritte Tierart hinzu. Sie wird in diesem Bereich der Totensümpfe zu finden sein. Und am Donnerstag bauen wir auch hier dieses Essen und Trinken auf. Wir werden hier den Hintergrund machen. Und wir werden das Ganze in ein komplettes, geiles Sumpfgebiet verwandeln. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstagabend und eine wundervolle Nacht. Und morgen früh, gegen 10 oder 11 wahrscheinlich, bin ich für euch mit Minecraft wieder am Start. Bis dahin, macht's gut. Euer Taris.